Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Könntest du mal aufhören, hier mitten in meiner Ansage einfach so dein Liedchen zu trällern? Ich glaube, es hackt. Ja, Königsmacher, wir sollen den Statthalter zur Rede stellen. Den suche ich gerade. Oh. Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Ich schicke mich selbst. Okay. Ich habe mich selbst geschickt und will Finn sprechen, den Statthalter, der bemüht sein sollte, einen König auf diesen Thron zu setzen. Dann hast du Glück, denn ich habe den Mann bereits gefunden. Ich warte nur auf seine Vermählung. Welcher Mann? Weißt du, Fremde, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat? Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist. Als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich. Und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Okay. Ja, das können wir gerne machen. Ich wollte allerdings vorher nochmal gucken. Hier war nämlich ein Spottstreiter. Ich glaube, mit dem habe ich jetzt noch nicht gesprochen. Na, wenn das mal nicht Eivor vom Rabenclan ist. Woher kennst du mich? Leute reden. Über Eivor die Dänin, da hörte ich viel. Sie sei feige, ein Hund und ein Aas. Du kannst sicher sehr gut mit der Axt um dich hauen. Aber sprechen wohl nicht. Ich vergaß. Okay, lass uns streiten. Du wirst dich noch wundern. Lass uns streiten. Oh, ich will deinen Einsatz sehen. Ja, ich bin relativ von mir überzeugt. Hier ist mein Silber. Fang an. Man sagt, Eivor ist langsam und stumpf wie ein Troll. Die du sprichst, sind wohl närrisch und hegen einen Groll. Sieh an. Nicht schlecht. Man sagt, du bist feige und scheust jede Schlacht. Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht. Spannend. Sehr spannend.
Ich habe Stimmen gehört, du wärst einfach beschränkt. Ich bin einfach zu klug, deshalb sind sie gekränkt. Da hattest du doch nur Glück. Na, ich nenne das Glück. Welch eine Überraschung. Eivor vom Rabenclan ist ein echtes Redetalent. Glaub nicht jedes Wort. Es sei denn, mein Spottstreiten wird gelobt. Das entspricht immer der Wahrheit. Nimm diese Münze. Fortan werde ich nur noch Gutes über dich zu berichten wissen. Sehr schön. Wir haben unser Charisma ein wenig verbessert. Und keine Punkte erhalten, nehme ich an. Aber Silber haben wir bekommen. Deswegen werden wir mal kurz zwischenspeichern. So. Na, du sollst nicht schleichen. Wo ist Oswald? Saget mir. Eine neue Schnellreise. Sehr schön. Entschuldigung. Ich schätze, da wird irgendwo hier vorne sein. Sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Ritz Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüths Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame. Versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... Wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Ich dachte, Trolle sehen anders aus. Das hast du gut gehandhabt. Zwistigkeiten zwischen Sachsen und Dänen enden meist nicht so harmonisch. Das nennst du harmonisch? Ein Streit wurde ohne Blutvergießen beendet. Harmonischer wird's nicht. Das sind ja Aussichten. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Engla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch. Halt! Dort vorne ist Rauch. Das ist Betelea. Diesen Wachen entgeht nichts. Die Götter wollen dich nicht. Köcher, Pfeile. Siehst du, wie sie zittern, wenn wir vorbeidonnern? Nö. Meine Innerei in einen Kein entrennen. Ich wusste gar nicht, dass du ein ihre kleinen Sorgen, ihre kleinen Leben. Sie bedeuten mir nichts. Sie sind
Wieso wirft er die Axt eigentlich nicht mehr? Also sie. Nein! Achso, doch. Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören. Ja, ich mich auch. Hatte ich nicht mal die Möglichkeit... Nee. Das war, glaube ich, nur, wenn das von innen... Tut mir leid, aber ich brauche das Zeug. Da ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel im Schweinestall. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber das ist nicht schlecht. Was haben wir denn da? Gebet einer Gattin. Edgar, es ist Tage her, seit Alda loszog, um die Räuber in der Nähe unseres Hofs zu verfolgen. Ich vertraue darauf, dass Gott ihn schützt. Nichtsdestotrotz bin ich besorgt. Sei vorsichtig, wenn du dich auf die Felder wagst. Okay. Ah, sehr schön. Plündern wir noch ein wenig. Sind zwar alles Kleinigkeiten, aber auch die kann man gut gebrauchen. Oh. Muss ich aufschließen. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas? Was siehst du, alte Freundin? Da wird mir noch Reichtum angezeigt. Aber da habe ich doch alles gerade geholt. Ne? Eindeutig von drin, wo ich jetzt stehe. Aber hier ist doch nichts. Und ich kann ja auch wahrscheinlich nichts verschieben oder so, ne? Kann ich den Tisch irgendwie abfackeln oder so? Ist da irgendwas drunter? Ja. Gehen wir mal zurück zu dem... Ich habe den Namen wieder vergessen. Oswald. Nein! Nein! Entschuldigung! Scheiße! Oh, jetzt drückt man einmal aus Versehen die falsche Taste. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Rüds Clan. Sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Ja. Das werde ich gern tun. Sag mir wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Hallo? Junge, geh von meinem Wolf weg! Willst du mich verarschen? Ich bring dich um! Gib mir meinen Wolf zurück! Er lässt ja sein schäbiges Pferd hier. Was ist denn, wenn ich den jetzt rufe? Nee, ne? Ah, da kommt einer. Ich dachte gerade schon. Wahrscheinlich, weil er jetzt hinten verschwunden ist. Hilf mir. Sei meine Augen. Klaut er mir einfach meinen Wolf? Was sind das denn hier für Machenschaften bei Assassin's Creed? Also ehrlich. Aber jetzt scheint er irgendwie mit was anderem weiterzureiten oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, sie werden sofort angreifen. Wer soll denn hier angreifen? Die sind doch alle tot, Mädel. Kann natürlich damit zu tun haben, weil ich das eine nicht gefunden habe, dass das nicht ganz abgeschlossen ist.
2. Jetzt krass. Ich habe jetzt gerade ernsthaft Panik gehabt, dass ich meinen Wolf nicht mehr zurückholen kann. So, kurz Zwischenspeicher. Ein florierendes Städtchen. Wir wissen Diese ja, dass das Spiel hat sich Probleme gut eingerichtet. Hat. Ja. Und wehe, du klaust mir nochmal meinen Wolf. Denen kann man nicht trauen. Hallo? Oswald, wo ist dieses Festmahl, das du mir versprochen hast? Eivor, du bist gekommen. Das Mahl wird bald aufgetischt. Jedoch fürchte ich, du bist zu früh. Meine Versprochene und ihre Familie sind noch nicht bereit. Diese Versprochene, Oswald, wer ist sie? Liebst du sie? Oder geht es um Politik? Sie heißt Valdis. Und heutzutage heiraten die Menschen nicht aus Liebe, Eivor. Es handelt sich um eine Übereinkunft zugunsten Estenglas. Sie stammt aus einer dänischen Familie, deren militärische Macht nicht zu unterschätzen ist. Doch ihre Brüder verfolgen eigene Motive. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um und kommst später wieder? Das Essen wird dich nicht enttäuschen. Sei barmherzig, wie Christus es befiehlt. Okay, das heißt, ja, Schützelein, alles Los, gut. Sühnen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, hier ein bisschen Geld zu klauen oder so. War das jetzt eine offene Einladung oder? Moment, wo waren das jetzt? Da vorne ist ein Händler, das ist klar. Da hinten ist noch ein Rätsel. Aber das ist, Moment, das ist aber weit weg, oder? Ne, ganz so weit weg ist es, glaube ich, gar nicht. So, da ist ein Rätsel und da soll eigentlich auch Reichtum sein. Aber ich meine... Oh Mann, da wo ich stehe. Genau. Das Haus, wo ich vorstehe. Da ist auch noch Reichtum. Die Frage ist jetzt nur, wahrscheinlich ist das nicht im Haus. Ah doch. Sehr schön. Vorräte. Das ist natürlich immer gut. Gehen wir mal hier durch. Sieht ja eigentlich ganz friedlich aus hier, ne? Bist du jetzt für eine? Entschuldigung. Achso, dich kann ich anheuern. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, aber naja. So, wer ist jetzt hier das Rätsel? So, die Frage ist, das kann ich so nicht machen. Ich habe gehört, dass man, wenn man die Fertigkeit explosiver Pfeil, nee, Quatsch, die Fähigkeit explosiver Pfeil dabei hat. Nee, die Brandpulverfalle war es, glaube ich. Ich mache die mal anstelle von dem Wolf, weil irgendwie den konnte ich noch nie so wirklich machen. Perfekt. Dann ist das sogar richtig, was ich gehört habe. Ja, geil. Dann weiß ich auch, wie ich die Sache an dem Wasserfall nämlich lösen kann. Perfekt, perfekt, perfekt. So, das Einzige ist jetzt nur noch, ich muss jetzt noch dieses Geheimnis hier finden. Ist das jetzt da drin? Oder ist das oben drauf? Ich kann hier mit niemandem sprechen, oder? Ah, ich verstehe. Das dürfte wahrscheinlich das sein, was ich suche. Nee, da muss ich... Kann ich doch überspringen, okay.
nein. Oh nein, ich sehe es nicht mehr. Jeder, der seinen Arsch auf den Thron setzt, wird eine Puppe. Da. Nein, jetzt sag mir nicht, ich war nicht schnell genug. Dein Ernst? Ich war jetzt nicht schnell genug, als ich hier hochgekommen bin? Das müsste doch eigentlich hier unten gewesen sein, ne? Ernsthaft jetzt? Ich habe übrigens festgestellt, das ist überhaupt gar nicht das Geheimnis hinten, aber... Das wollen wir natürlich auch haben. Also versuchen wir das nochmal. Was machst du denn hier? Moment, wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt die Kirche? Sühnen, leite mich. Jetzt habe ich hier gerade völlig die Orientierung verloren. Ach, in der Richtung. Stehe ich ja quasi daneben. Aber das Geheimnis, was ich eigentlich finden wollte, das ist hier hinten. Aber nichts, was hier draußen ist, offensichtlich. Okay. Na gut. Dann gucken wir nochmal nach der Seite. Wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden, ne? Muss mal eben hier hochklettern. Nein! Was macht die denn? Das ist doch nicht wahr. Warum schaffe ich das vom zeitlichen her nicht? Die kann halt nicht schneller klettern. Da kann ich doch nichts für. Och Mann. Das ist aber auch echt scheiße gemacht. Na gut. Dann... Ach nee, wir sind hier auf der falschen Seite. Dann gehen wir aber hier runter. Wir sind ja gerade schon da, wo wir hinwollen. Hi. Bin wieder da. Ach, du musst bis zum Einbruch der Nacht warten. Ja, was ist das jetzt? Ich dachte, das ist jetzt die Nacht. Okay, dann meditieren wir mal. Ich habe nämlich gehört, wenn man am Tag meditiert, dann wird es wohl Nacht. Was überhaupt nicht funktioniert hat. Okay. Meditieren wir halt noch einmal. Jetzt ist es wieder genauso hell bzw. dunkel wie vorher. Nimmt das denn jetzt an? Na, wenigstens nimmt das jetzt an. Lords, Ladies, heute ist ein Tag des Friedens und der Brüderlichkeit. Ich rief euch nach Elmenham, um meine Dankbarkeit und meine Großzügigkeit zu zeigen. Finn, der Statthalter. Auf die Ehrengäste, Brodir und Broder. Und auf meine zukünftige Braut, Valdis. Du darfst unsere Schwester pflügen, weil Halfdan es so befiehlt. Aber uns beide nimmst du nicht mit ins Bett. Bruder, das ist... Der letzte Sachsenkönig, den wir unterstützten, war nicht halb so weich wie du. Und wir haben 150 Mann verloren. Nur um seinen Arsch zu retten. Brodir. Wenn ihr so sein wollt, muss ich euch bitten zu gehen. In meinem Haus lasse ich mich nicht beleidigen. Bist du deswegen hier?
Um diesen Tarn zu unterstützen, der nach Ziegenscheiße und Schafskötteln stinkt? Verzeih, hast du etwas gesagt? Langweilig dich, Wolfsmal. Ich bin zum Schutz meines Clans hier. Wenn ich dafür dem König helfen, seinen Thron sichern muss, dann ist es so. Es wäre sicherer, den Thron zu krönen. Der ist sehr viel weniger hölzern als der da. Wir wären sicherer, wenn ihr die Eier hättet, euch gegen Rüds Clan zu wehren. Aber ihr zwei Hübschen habt gemeinsam nicht mal ein Ei. Hüte deine Zunge, Wolfsmal, sonst schneide ich sie dir aus dem Gesicht. Oh, so leicht verwundet von Worten. Stell dir vor, welchen Schaden meine Axt anrichten würde. An deinem schlaffen Selbstbild. Mein schlaffes was? Bitte hört auf! Richtig gehört. Das reicht! Sie nannte uns schlaff! Weich, schwach, zart. Das ist lächerlich. So. Jetzt ist es nichts mehr wert. Ich kann ja eh nicht blocken. Also warum block ich hier die ganze Zeit? Werde ich sicher nicht zur Königin. Ha! Wie zu Hause in der guten alten Zeit. Der ist weg. So viele Lade. Aufhören! Allesamt! Das war genug Spaß für heute. Wenn das alles ist, was ihr vermögt, wundert mich East Englers Zustand nicht. Du bist schwach, Schafhirte. Daran ändert auch deine nordische Freundin nichts. Ohne König geht's uns besser. Nun gut, das war's also. Ich gebe mich lieber meinen Träumen hin als einer Gasthausschlägerei. Was für eine Verschwendung von Zeit und Met. Diese Brüder unterstützen mich und meinen Anspruch nie. Der Tanz beginnt gerade erst, Oswald. Ruh dich aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir sehen uns morgen früh? Ich schätze, wir haben viel zu besprechen. Ich finde schon einen Schlafplatz. Und Eivor, wenn du mir in dieser verfahrenen Lage helfen kannst, hast du einen starken Verbündeten in East Engla. Das verspreche ich. Anscheinend ist Oswald schon wach. Ich sollte mit ihm sprechen. Und mein süßer Wölfin wartet auch hier vorne auf mich. Das ist doch wunderbar. Ja, wir werden Oswald natürlich suchen und vermutlich auch finden. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Könnt ihr mal alle aufhören, mich hier die ganze Zeit anzurempeln, wenn ich mich gerade abmoderieren möchte? Mein Gott, alles Lutscher hier. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.